Hallöchen, liebe Zuschauer, wir sind im neuen Jahr, starten direkt mit einem sehr interessanten Spiel nach FC Reading und danach zu Hause gegen Scunthorpe United. Ihr seht ja immer, die Pokalwettbewerbe gibt es immer im Doppelpack bei uns. Dann gucken wir mal, wie jetzt die Lage ist. Ich glaube, nur Amoateng hat sich verletzt, fällt 4 Wochen aus. Santos ist wieder da, Zamora wieder da. Gut, da Dan Jones ausfällt. Auch Lloyd Isgrove ist noch leicht verletzt. Delfone ist auch noch nicht ganz da, aber wir haben ja den guten Dennis Politic. Und können somit fast aus dem Vollen schöpfen. Der Rest ist zum Glück auch relativ fit. Schreibt Mika, im FM hätte Dento mich auch gerne. Absolut. Also ich würde am liebsten so viele Zuschauer kaufen, wie es nur geht. Ich meine, ich habe ja 2 Fußballer als Zuschauer, die in der 3. Liga sind und in der 4. Stimmt, da muss ich mir auch mal angucken, wie heißt nochmal hier Lukas Sedlak. Der ja auch bei unserem Multiplayer mal mitgemacht hat. Nur leider können wir ihn uns nicht leisten, genau, den habe ich schon gescoutet. Und, na, wie heißt er denn nochmal? Vom VfB Stuttgart 2. Hat den Namen vergessen, das ist ja Falco Michel, genau. Sogar noch teurer. Von den Fähigkeiten werden die jetzt für meine Mannschaft zu schlecht, aber ich würde die auf jeden Fall kaufen, wenn ich genug Geld habe. Werde ich versuchen, mir zu merken. Kann ich auch beim BVB safe machen, genau. Ja, die beiden, die gönne ich mir noch. So, bevor wir starten gegen Reading, noch kurz gucken, wie das hier mit den Mitarbeiterverträgen aussehen. Da laufen eine Menge aus. Das kann alles der Sportdirektor machen. Meiner fällt, läuft auch aus. Tobias Phoenix. Ich hoffe, der wird nicht zu viel. Das ist locker machbar. Normalerweise. Schade. Ja gut. Dann zumindest auch versuchen, meinen Vertrag zu verlängern. Ein neuer Vertrag wäre super und auch ein Trainerlehrgang, damit ich vielleicht ein bisschen besser bin. Ja, die Trainingseffizienz ist ein bisschen eingeschränkt. Sollte man dann eher machen, wenn die Saison vorbei ist, aber dann vergesse ich das eh. Ihr kennt mich, ne? So, auf geht's jetzt nach Reading. Noch eine Runde weiterzukommen wäre natürlich geil. Aber auch schwierig. So, da muss ich ein bisschen was anpassen. Eine Leistenverhärtung bei Gavin Jones. Ja, warten wir noch ein paar Minuten ab. Konditionell sieht es ja gut aus. Hier ist irgendwo ein Plus, dass er verletzt ist. Zamora mit der Chance. Wir führen 1-0. Wir führen 1-0 beim FC Reading. Sehr geil. Also Nico Benmika als Torhüter 20 Tore bei mir pro Spiel macht, da zahle ich auch gerne 1 Million für ihn. Ach, Jones kann ruhig. Ach, der kann aber weiterspielen. Der hat ja nicht mal gesagt, dass er runter will. Dann lassen wir den auch drauf. Absolut. Das ist die offensive Geist von Zamora auf jeden Fall jetzt gerade ausgezahlt. Ey, Joao. Gute Chance zum Ausgleich, aber Virginia hat ihn.
Schwer zu parieren, würde ich mal sagen. Hoffentlich gehen wir mit der Führung in die Pause. Oh, das geht so einfach, das geht so einfach. Gut. Jetzt natürlich versuchen, ein bisschen kompakter zu stehen. Mika, der BVB-Safe, irgendwann die Tage, weiß ich jetzt noch nicht genau. Ich habe den ja vorgestern oder vor 3 Tagen, glaube ich, aufgenommen. Habe jetzt noch für 6, 7 Tage. Irgendwann wieder, auf jeden Fall. Ich denke Dienstag oder Donnerstag. Flügelverteidiger werde ich jetzt auch ein Stück zurückziehen. Stunde gespielt. Wir schlagen uns super auf jeden Fall, so oder so. Egal, wie es jetzt schlussendlich ausgehen wird, politisch. Da ist viel Platz. Moin Jedi, hallöchen. So, 10 Minuten noch, jetzt auf jeden Fall noch ein defensiv denkenderer Spieler. Lenze raus und Brandon Comley zusammen hier als Abräumer. JD läuft auf jeden Fall sehr gut. Sind in der ersten Saison aufgestiegen. Jetzt sind wir in der zweiten Saison in der dritten Liga. Mit dem Abstieg haben wir nichts zu tun. Sind, glaube ich, 9., 8. Und sind gerade kurz davor, in die 4. Runde im FA Cup einzuziehen, wenn wir jetzt hier gegen Reading gewinnen sollten. Ich habe sogar noch 2 Wechsel, perfekt. Vier Minuten noch. Und dann noch den dritten, letzten Wechsel. Für Raschel, Fünferkette. Ja, JD, mit Raschel und
Tickets. Nennst du den Goatchill und Tiginator? Okay. So, das sollte doch jetzt klappen, oder? Sieht gut aus. Sieht gut aus, Leute. Oh, Moritz Leitner. Geil. Schwierig abpfeifen, komm schon. Tickets hat ihn. Wir sind schon drüber, über eine halbe Minute. Auch politisch, sehr schön. Schön mit Ruhe. Mit der Ruhe auf Comley. Tickets, super. Sehr gut machen wir das. Ballfluss, aber wir sind schon eine Minute drüber. Heute. Wir sind in der nächsten Runde. Vierte Runde. Sehr geil. Das war, wie ich es mir gewünscht habe. Oder erhofft habe, eher gesagt. Und ich finde auch sogar ein absolut verdienter Sieg. So. Perfekt. Perfekt. Okay, Coventry gewinnt 7:1 gegen Charlton. Ein Drittligist gegen Drittligist. Interessantes Ergebnis. Achso, das wäre eine Liga, Nachholspieler. Jetzt haben fast alle 29, ne? Nicht nur fast, sondern es haben alle 29. Sind 11 da, okay, ja. Als Aufsteiger. 12 Punkte Vorsprung. Sehr gut. 147k. Und die wollen mir noch keinen neuen Vertrag anbieten, okay. Das ist egal mit dem Trainerlehrgang. Dann werden wir gleich mal sehen, gegen wen wir in der nächsten Runde spielen werden. Ist wie immer ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immer schön, wenn man dann trotzdem noch weiterkommt. Dann gucken wir mal, gegen wen wir gleich spielen werden. Also wenn wir ausgelost kriegen in der nächsten Runde. Ich muss mal wieder kurz hier die Studioleuchte anpassen. Nicht wundern, wenn ich mich dann nach vorne jetzt beuge. Gut. Ja, sieht doch besser aus. Na komm schon, ich will die Auslosung sehen. Ich kann nicht mehr warten. Ich will ein Heimspiel gegen den Dritten oder Zweitligisten, wenn es noch Drittligisten überhaupt gibt. Sollte aber eigentlich, ne? Ali Crawford. Ein Leihangebot, Willi. Nein. Komm, ich will ihn einfach abgeben. Wir brauchen mehr Handlungsspielraum. Maximales Kadergehalt von 2,7 Millionen, okay. Ui, darauf müssen wir auch achten. Krass. Nein, brauchen wir nicht. Jetzt fangen auch wieder die englischen Wochen an. Was ist er denn? Schwarzewitsch.
Sein Marktwert ist sogar gestiegen. Aber ich fordere jetzt sogar noch weniger. Da ist die Auslosung. Sogar Viertligisten. Komm, einfach ein Heimspiel. Ja, im Heimspiel gegen Sheffield Wednesday oder Luttontown. Die sind in der ersten Liga, okay, krass. Wow. Letzter mit großem Abstand. Na gut, ist eigentlich klar, dass wir gegen die spielen werden. Wäre natürlich trotzdem geil, wenn Sheffield Wednesday gewinnt. Okay, Nachholspiel. Erst am 12.01. Ja gut, dann werden wir noch ein bisschen brauchen, um zu wissen, wie es da laufen wird, aber. Es wird wahrscheinlich Luttontown, aber das Wichtigste ist, ja, immer Heimspiel. Und das ist natürlich für uns ein Vorteil. Gegen einen Erstligisten, aber gegen den schwächsten Erstligisten wahrscheinlich, könnte was drin sein. Finanziell sowieso. Jetzt wollen wir aber erstmal gegen Scunthorpe United in die nächste Runde einziehen. Da wird wieder ein bisschen rotiert, geschont gegen den Viertligisten. Ich hätte jetzt, glaube ich, schon gerne Amor Tang in den Sturm reingetan, aber der ist ja leider verletzt. Dann muss ein anderer her. Gibt aber genug Alternativen. Zack. Dann haben wir noch, ja, den Jones kann mal, oder ne, eher Santos rechts für Jones, genau, für Gavin Jones. Dan Jones bleibt draußen erstmal, damit Jordan Spielpraxis noch sammeln kann. Ja. Nathan auch erstmal rein. Auf der rechten Seite oder nein, im Sturm sogar noch besser. Na, das sieht doch wieder nach einer schlagkräftigen Elf auf aus, die heute auf jeden Fall in die vierte Runde einziehen kann. Müsste dann ja sogar das Viertelfinale sein eigentlich. Let's go. Bei einigen Leuten fehlt Spielpraxis, aber. Da habe ich gerade aus Versehen, aus Gewohnheit einfach direkt das Interview weggedruckt. Sorry. Lloyd Isgrove und Delfoneso nach 50 Sekunden mit dem 1-0. Perfekter Start. Besser kann es nicht laufen. Und wir sind wieder 10 Zuschauer. Dankeschön. Direkt der Gegentreffer. Gut. Dann war es dann mit dem so guten Start. Sehr gut, Ali Crawford mit der Chance. Geht hier auf jeden Fall munter los nach 6 Minuten. So,
erst die 7. Minute und schon das 4. oder 5. Highlight. Hier ist auch schon das 3. Tor. Schön gespielt. Sehr schön gespielt. Nicht schön abgeschlossen. Aber das wäre ein sehr einfacher Doppelpass, der die komplette Abwehr ausgehebelt hat. Ole Mola. Wirklich. Olofila, Ole Mola. Was ist denn hier los? Geht ja fast alles rein. Expected Goals 0,33, aber die haben zwei Tore. Und 2-2 nach 31 Minuten. Die Zuschauer kriegen einiges geboten. Es ist nicht zu fassen, es ist echt nicht zu fassen, es ist nicht zu fassen. Ach, warum ist denn Jones nicht auf der Bank? Mann. Ich wollte den gerade reintun. Wie die einfach aus Seda Chancen und Tor machen, natürlich auch gut ausspielen. Aber wenn man schon vorhinein sieht, was für ein Spielzug jetzt kommt, dann ist das nicht immer gut. Ist nicht ein gutes Zeichen für die Abwehr. Dafür, wie die stehen oder eben nicht stehen. Ich meine, Giovanni Born als Linksverteidiger. In so einer Partie kann man ein bisschen mehr rumexperimentieren. Nächstes Mal mit geduldig spielen. Schlecht, wie einfach immer nach Standardsituationen sind. Ne? Aber selbst sind wir auch immer relativ gefährlich. Was wir vorne sehr gut machen, machen wir hinten besonders schlecht. Lindsay schön auf Hörfurt Lockett und 3-3. Der Finlay ist unser Mr. Papa Jones Trophy. Ob wir wieder ein Elfmeterschießen haben werden? Scheint so. It seems to be. Ach komm, ich bin mal sehr offensiv hier.
Ui. Aber abseits. Ich wollte sagen, oh, mal eine ordentliche Chance, die der Gegner nicht reinmacht. Das geht doch nicht. Linze, jetzt komm. Sehr gut, komm, mach hin. Nein. Zweiter Ball für uns. Erneut der zweite Ball für uns. Komm, schön auf Herford Lockett. Super Parade. Drei Minuten noch. Ja, gut, ein Sieg wäre verdient gewesen, aber wir haben auch nicht sehr gut verteidigt, muss man so sagen. Dann gibt es jetzt wieder ein Elfmeterschießen in diesem Pokal. Loft gegen Virginia und Virginia hält. Guter Beginn. Schatzewitz. Let's go. Wir führen. Guter Beginn. Gilliatt gegen unseren Portugiesen. Ach, man muss aber sagen, Virginia ist fast immer in der richtigen Ecke. Lindsay, perfekt. Schön den Keeper verladen, mal so schön sagt. Hornshaw gegen Virginia. Und auch diesmal in der richtigen Ecke. Jamie Herford Lockett. Super. Virginia. Wir können jetzt schon direkt mit dem vierten Elfmeter schon dieses Elfmeterschießen gewinnen. Giovanni Brown. Unser Aushilfslinksverteidiger heute für 25, 30 Minuten. Mit der Chance. Und er macht ihn. Und wir gewinnen wieder im Elfmeterschießen. Ist egal. Wie wir weiterkommen, ist egal. Hauptsache wir kommen weiter mit einer B11. Perfekt. Super gemacht. Super. Jetzt hat mir alles gefallen, natürlich. Gerade alle fertig gemacht, eine Halbzeitpause, aber wenn wir gewinnen. Schön. Das gibt wieder ein bisschen Kohle, und zwar, um genau zu sein, 43.000 plus ein bisschen hier, ne, Zuschauereinnahmen. Schön. Fitnessbedenkt hätte extra nur in der Halbzeit gespielt. Naja, ist halt so. So, meine lieben YouTube-Zuschauer, wir sehen uns dann übermorgen wieder mit Fleetwood und dann Shrewsbury Town, wenn ich es richtig gesehen habe. Dann aber mit zwei Ligapartien. Mach's gut.